Es ist ein Abend voller Musik, Emotionen und Geschichten. Prominente wie Jule Neigel und Uwe Hasbecker von Zilli verkaufen Lose, um damit Krebspatienten zu helfen. Der Musiker hat vor gar nicht allzu langer Zeit einen guten Freund durch diese Krankheit verloren. Einer seiner letzten Wünsche sozusagen an mich war, ob ich eben diese Geschichte, diese Stiftung nicht in irgendeiner Form unterstützen kann. Und das war mir sozusagen für mich eine relativ klare und schnelle Entscheidung. Die Stiftung, das ist er, Professor Dr. Matthias Birth, Facharzt für Tumorchirurgie am Helios-Klinikum in Stralsund. Sein Ziel, mit Auktionen von Unikaten und Reisen die Krankheit in den Fokus eines bunten Abends zu rücken. Wir erwarten genau das, nämlich dass man aufmerksam wird auf das Thema Krebs, was jeden von uns betreffen kann. Und zum Zweiten, natürlich möchten wir gerne eine möglichst hohe Summe gemeinsam einspielen, mit der wir unsere Projekte der Stiftung umsetzen möchten. Seit 2,5 Jahren finanziert die Stiftung mit dem Namen Betroffen Projekte zur Krebstherapie im Kreis Vorpommern-Rügen. Die Einnahmen dieses Charity-Abends gehen unter anderem an das Elternkindhaus in Greifswald. Auch im Stralsunder Hospiz kann mit dem Geld ein Ruheraum für Tagesgäste eingerichtet werden. Schirmherrin der ersten Windflüchtergala ist Angela Merkel. Schon vor 1,5 Jahren hatte sie zugesagt, als diese Idee entstand. Von ihr gibt es eine Flasche Wein zu ersteigern, die sie gemeinsam mit Frankreichs Ex-Präsident Hollande signiert hat. Bei der Regierungschefin selbst kommt an diesem Abend eher die Leidenschaft für den Fußball durch. Und ich möchte Sie einfach bitten, schauen Sie sich mal diesen tollen Prospekt an. Ich bin schon ganz kribbelig geworden. Unterschriften von Ronaldo und Schuhe von Messi und mein lieber Vater, ich kann mal sagen, das ist schon echt krass. Viele der 300 Gäste an diesem Abend kommen aus dem medizinischen Bereich. Sie wissen um die Heimtücke dieser Krankheit und sind bereit, dafür tief ins Portemonnaie zu greifen. In einer sogenannten stillen Auktion bieten sie auf echte Raritäten. Wer das höchste Gebot ins Heft eingetragen hat, erhält den Zuschlag. Wir haben ja diese wundervolle Safari-Reise und da habe ich gerade ein Gebot für 7.000 Euro für bekommen. Das ist schon stattlich. Alle Musiker, wie auch Ostrock-Legende Maschine von den Pudis, treten ohne Gage auf. Und jeder von ihnen hat so seine eigene Erfahrung mit dem Krebs gemacht. Meine Eltern sind zwar auch beide an Krebs gestorben, aber im Prinzip habe ich ein zufriedenes Leben. Und ich weiß ganz genau, dass es viele Menschen gibt, denen es nicht so gut geht. Und da habe ich einfach ein Herz dafür. Gegen Mitternacht dann das Ergebnis. Rund 55.000 Euro sind aus Spenden, Eintrittsgeldern, Losverkäufen und der Auktion zusammengekommen. Ob die Kanzlerin den Schuh von Messi ersteigert hat, ist nicht überliefert. Fest steht an diesem Abend aber, Matthias Birth ist überglücklich und es soll eine zweite Windflüchtergala geben.